Normaler geworden, ja. Ja, so viele blaue Leute kommen mir selten rein. Wir haben hier jetzt dann gestern 58 Portionen, davor 70 Portionen, davor 62, davor 62. Das ist immer die Historie von 4 Tagen rückwärts. Also 70 Portionen pro Topf ist kein Problem. Aber wie viel Nachgeschichte das ist, was ist eben dazu sagen? Das ist nicht nur immer pro Portion. Und der, einfach mal so die Hälfte der Person, ja, okay. Kann ich aus Erfahrung nur sagen. Ja, nur gut, aber wenn Fragen auftauchen, ich denke, hier drin ist es noch etwas gedrückter und man muss sich doch sehr anstrengen, einfach um zu zeigen, was passiert. Wir sehen jetzt hier die vom 11., das sind die frisch abgestallten Tiere vom 11. Januar. Das sind jetzt Tiere, da haben wir schon rausverkauft. Das ist jetzt hier der 40. Aufzuchttag. Hier sind schon einige Tiere rausverkauft. Wir sehen die Mikrosule ohne Dosiereinheit, also ohne diese Düse oder wie auch immer. Und im Moment haben wir hier Spielzeit und Aktivität. Sandra, machst du vielleicht mal hier direkt Mikrosule? Ein Video. Kann losgehen. Ist das? Ja, sehe ich, deutlich. Aber ihr müsst irgendwo, also den Druckmanometer, wo wir hier den Druck einstellen können, ich habe das jetzt gemacht und der läuft bei 0,1 Bar. So, schalte mal einmal ab, bitte. Ja, kleine Portion ist wie bei uns Menschen auch. Wir haben eine höhere Futterintensität im Verdauungstrakt, das heißt, wir haben mehr Enzymbildung, wir haben mehr Tragenmodulation. Wir haben eine bessere Futterverwertung. Bei den Ferkeln liegen wir irgendwo um die 1,4, also 1,4. Da wurde jetzt Wasser ausdosiert. Das ist eine Nachdosierung. Klares Wasser mit der Säure. Der Sensor war leer. Die Anlage hat errechnet, okay, die Tiere bekommen jetzt erstmal zur Regenerierung. Wird wieder neu ausdosiert. Fängt er wieder an, ja. Also bei Ihnen hier, auf der Seite, ja. Sieht man sehr deutlich, wie die Tiere das annehmen. Der bleibt sogar stehen und lässt sich auf dem Rücken laufen. Wo? Welcher? Ja. Ah ja, der lässt sich das richtig schön auf dem Rücken rieseln.
Dann läuft natürlich die Cognac-Rinne ein bisschen. Ja, ja, super. Ja, da auch sofort Wasseraufnahme. Wasseraufnahme kann man deutlich sehen, dass das Wasser auch aufgenommen wird. Richtig mit spitzer Lippe. Das ist eine super Aufnahme hier. Ah, ja, das wir haben wohl, weil der Wärmetauscher gerade gespült wird, haben wir wohl etwas wenig Wasser drauf. Ja, okay. Ja, das kann sein, dass der Tauscher gerade läuft. Ja, das ist ja, das ist der 9. Durchgang Langschwanz, abgesetzt am 11.06. und in die Mast gekommen am 3.08. jeweils mit 11 in der Bucht. Das ist 1,52 Quadratmeter pro Tier. Okay. Also ungefähr das Doppelte, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja. Und der 9. Durchgang ist uns am besten gelungen. Wir gehen mal rein. Merkt man, wie kühl das ist, ne? Hier ist richtig schön kühl, ja. Angenehm. Also in diesem Astabteil haben wir jetzt noch die Vorgängerversion der Mikrosuhle einfach nur als Schlauch. Ansonsten gibt es dort auch die Düsen. Die haben wir eben schon gesehen. Die müssen wir dann eben aufsetzen. Die setzen wir dann eben einmal rauf. So, jetzt können wir hier schön erkennen, Quast einmal geringelt und das bei 100% der Tiere. Wir haben sogar, ein Schwein hat sogar einen Doppelringel. Das ist der da hinten. Der kriegt sogar geschafft, einen zweiten Ringel anzusetzen. Oh ja, ich sehe es. Ja, super. Da am Wasser, dem da. Ah ja, der. Jo. Ja, der am Wasser. Ja, ja, der hat einen Doppelringel. Ja, die sind schon aufmerksam. Partikel, die ich in den Magen reinkomme. Deswegen sieht man solche Probleme oft auch nicht, wenn man Einstreu hat in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, weshalb in dem Ringelschwanzprojekt immer mit Einstreu, mit Luzerne, mit allem Möglichen nebenbei gearbeitet wird. Weil das dann die Struktur gibt im Magen und letztlich die Magengesundheit durchaus positiv beeinflusst. Weil ich einfach eine Struktur, eine Schicht drin habe. Aber in dem System geht man davon aus, dass das Ferkel in den Flatex-Stall fällt und ich schmeiße einen Boden Stroh hinterher. Nochmal. Und was heißt hochwertig? Was ist, was, Ja, es gibt ja Reinigungen so und so, aber diese Reiniger, wenn man sich die heute anschaut, also die können ja, also die holen ja wirklich, wenn wir wollen, holen die uns ja das vierte Körnchen daraus. Also wir können ja alles genau einstellen, was da rauskommt. Und für diese Nachverreinigung, wenn wir dann in die Ferkel-Sauenfutterproduktion gehen, dann wird das per Computer, was weiß ich, von den Leuten in der Produktion dann der Gang angewählt, dass wirklich nur Top-Gerste, Top-Weizen in die sogenannte Produktionszelle reinkommen. Ja. Und diese Viertelkörner und Halbkörner und auch damit den vielleicht noch bestimmten Restproblemprodukten, die gehen dann in die sogenannte Weizen-Zweizelle, heißt das zum Beispiel bei uns. Und diese Sachen werden dann etwa so mit 5% in Bullenfutter oder in sonstigen Futtern mitverarbeitet, wo sie eigentlich keine Probleme haben. Was ich auch schon sagte, viele draußen meinen ja immer, oder das ist auch Tenor bei vielen Landwirten, der Beraterkollege, Vertreterkollege, der da mit dem kleinen Sack vorbeikommt, die letzten 5% in der Mischung, die sollen es machen. Mit Sicherheit nicht. Die ersten 95% sind viel, viel wichtiger wie die letzten 5%. Auch in den Betrieben aufgrund der Konstellation auch nochmal, dieses Feedback muss jetzt einfach noch erfolgen, ja. Und ob dann vielleicht der eine oder andere sagen kann, das würde mich jetzt wirklich mal reizen, dass wir mal dieses
Futterkonzept mal bei uns im Betrieb anwenden. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, ja, natürlich. Ja. Also wie gesagt, das ist überhaupt nicht im Ersinn, dass wir hier irgendwas verkaufen wollen oder so, sondern einfach erstmal die Bereitschaft zu hören, was los ist. Ich habe ja davon gesprochen, du wolltest auch mit mehr kommen, du wolltest mit dem Bus kommen, zweimal mit dem Bus kommen oder was auch immer. Du hast uns gebremst, ja, 12 ja, und nicht mehr. Es kann gar nicht funktionieren, ja, weil wir diese Intensität gar nicht hinbekommen können. Es kann auch gar nicht funktionieren, weil ich sonst Riesenstress mit der Frau bekommen würde. Wir haben für diesen Termin, das muss ich auch nochmal sagen, von vor Weihnachten, als diese offizielle Einladung rausgeht, die Hauptarbeitszeit nur in diesen Termin gesteckt haben, was im Verborgenen bleibt. Vorbereitungen, Diskussionen, Organisation, Absprache, Systempartner, Netzwerkpartner, wer übernimmt was, wer übernimmt das Fressen für euch, wer übernimmt die ganzen Sachen. Datenerfassung, das ist dann von seiner Tätigkeit her auch ganz offen und er gehört genauso ins Netzwerk. Was wir auch gestern mitbekommen haben, was das Datenerfassung, Auswertung, die Leistungsprüfung, die Schnittstellen von außen, Informationen, IQS-Informationen wird in Zukunft das wichtigste Thema sein, dass wir das auch mit einfließen lassen. Das ist ein Zertifizierungsparameter. Wenn ihr meine Liste, meine Balken gesehen habt, warum brauche ich noch einen Auditor? Also das nehmen wir auf jeden Fall auch mit, dass wir das dann auch entsprechend auch in unseren anderen Betrieben nochmal mit kundtun und auch die Möglichkeit auch anbieten, dass wir da vielleicht dann mal in Thüringen so eine Runde machen, ja, wo dann ihr kommt und dann nochmal berichtet wird, ja, und geschult wird. Das ist ja eigentlich das und jeder Betrieb für sich auch entscheiden kann, ist für mich jetzt interessant oder die Idee vor allen Dingen, das ist ja eigentlich auch die Umsetzung dann nachher, da müssen wir immer wieder sehen, dass dann sicherlich auch die Betriebe recht unterschiedlich aufgestellt sind, aber wir nehmen das alles mit und ich freue mich, dass wir jetzt hier so den Keim für so eine Zusammenarbeit gelegt haben, eine richtig gute Zusammenarbeit und wie es lebt, das hängt von uns allen ab. Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit im Klartext kommt, mit einfachem Grundwortschatz, das ist mir lieb, weil das andere kann ich nicht so gut und das gibt. Aber wir müssen die Qualität erhöhen. Tierwohl, Tierschutz, gleich biologische Leistung, gleich Akzeptanz. Fertig aus. Ja. Wir müssen da einfach dran arbeiten. Und es macht, also für uns macht es Spaß. Ich laufe gerne durch den Stall, ich laufe gerne durch meine Leitungsanlage und Leitungslabyrinth. Fetischist. Und ich sehe das gerne. Ich sehe auch gerne Langschwanz. Ich sehe auch gerne, wie sie wühlen. Ich sehe gerne, wie sie spielen, wie sie rumhüpfen. Ich mag es nicht, wenn sie vegetieren und krank sind und keine Leistung bringen. Sonst kommt 1000 Dingsbums nicht zustande. Gut, in dem Sinne. So, jetzt Feuer frei. Noch ein bisschen, ganz klein bisschen Gemütlichkeit, bevor es in die Profe geht. Auf geht's. Genau. Danke euch. Jo, danke.